Leon. Großartig. Leon? Ja. Könnt ihr dann noch gleich nochmal feiern oder das mit dem Sander? Auf jeden Fall. Das ist so schlecht. Ich ruhe da mal bitte. Guck mal. Alles gut. Machen Sie weiter ruhig. Danke. Ich leg mich hier vielleicht ein bisschen hin. Mir geht's wirklich richtig gut. Wirklich. Wirklich danke. So schön hier. Ja. I am just a man. I am just a man. I am Leon Hartman. I am just a man. I am just a man. I am Leon Hartman. I've given up the will to change state of mind. Try and understand, it's not so hard to see that I am just a man. I am Leon Hartman. Ein Lied über sich selbst. Ich kompliziert tanzen und singen, weil alles gut. Ich kann nicht mehr da tanzen. Also nicht mehr dauerhaft. Gegen vorhin. But little diddly willy billy one, when you gonna give me some time? Shredder. You make my horse run. My horse run. Never gonna stop, give it up. Such a dirty mind. Might always get it up.
for the judge of the younger kind. My hee-ho, hee-ho, my Serena. My Serena. Gott, kennen wir nicht ein Lied, das Buch. Yee-ho. Come a little closer. Will you? Close enough to look in my eyes, Serena. Keeping it my mystery. Let's get me running down the banks on my high life, Serena. Never gonna stop or give it up. Up that shit, dirty mind. Dirty mind. Kopfschmerzen. Ei. Server cut down. So, was hat Chris gesagt? Auf Wiedersehen. Gibt uns aber kurz die Möglichkeit, was trinken zu gehen. Vielleicht wird er mir jemals die. Oh, wird immer drauf, wenn ein Update kommt. Jetzt bitte nicht die Launcher kaputt, bitte nicht.
Ein paar noch mal gucken. Und jetzt stehen ja fünf Wölfe rum. Sagen Sie, sitzen Sie nicht im Feuer? Nein, echt? Sie sind im Feuer? Für mich jetzt schon. Au, 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 heiß, heiß! Schnell raus. Aber jetzt können wir wieder Na eben, das kann ich müde. Ein bisschen. Wirklich? Ich war mir sicher, du wirst Nein sagen, weil ich finde, als Kind ist man immer nie müde. Und wenn, kann er sich bei Leon ins Zelt legen? Mhm. Ja, das stimmt. Und da bist du ja auch nicht allein. Da ist Emily. Kennt ihr das Lied? Funkel, Funkel, kleiner Stern? ich glaube, ja, so ein bisschen. Dann müssen wir das singen. Du willst mich nicht singen hören. Also ehrlich gesagt, ich hab's ja irgendwann mal gehört, aber ich weiß nicht mehr, wie es geht. Weißt du noch? Funkel, Funkel, kleiner Stern. Mhm. Ach, wie bist du mir so fern? Wunderschön und unbekannt, wie ein strahlend Diamant. Ist das denn ein Lied oder ist das ein Gedicht? Ich glaube beides. Funkel, kleiner Stern. Irgendwie so? Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ach, wie bist du mir so fern, wunderschön und unbekannt, wie ein strahlend Diamant. Funkel, funkel, kleiner Stern, ach, wie bist du mir so fern. Ah ja. Aber das, den Mittelteil kenne ich jetzt nicht so. Funkel, funkel, kleiner Stern, ach, wie bist du mir so fern. So, und dann geht's wie weiter? Wunderschön und unbekannt, wie ein strahlend Diamant. Wunderschön und unbekannt, wie ein strahlend Diamant. Ah, ich weiß nicht, ob ich mir das merken kann. Aber es ist wirklich sehr schön, Evan. Das war eine gute Idee. Es ist ein schönes Leben. Oder soll ich dir lieber gute Nachtlieder singen, damit du doch einschlafen kannst? Wenn du eins kennst. Ich kenne ab spontan nur die Standarddinger, aber die sind ja. Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Englein schlafen, drum schlaf auch du. Lalelu, nur der Mann im Mond
schau zu, wenn die kleinen Englein schlafen, drum schlaf auch du. Ich weiß nicht, kann ich noch eins? Weißt du, wie viele Sterne stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viele Wolken ziehen? Und da kommt, glaube ich, dann das mit dem weit über die ganze Welt. Gott, der Herr hat sie gezählt. Du kannst ruhig weiter mitsingen. Ich kenne es nicht weiter. Lass ihm auch, ja, keines fehle an der ganzen großen Zahl. An der ganzen großen Zahl. Schön, du kennst es auch. Warte mal. Guten Abend, gute Nacht, mit Röslein bedacht, mit Näglein besteck, schlüpf unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Die sind irgendwie alle so ein bisschen christlich, hm? Oder? Kommt mir das nur so vor? Kennt irgendjemand noch ein anderes? Und sie, Anna, kennen Sie noch irgendeins? Muss überlegen. Ja! Ah! Ja, dann nur los. Dann sagen wir nichts. Ja? Schlaf, Kindlein, schlaf, oh, der Vater hüt die Schaf, die Mutter schüttelt Bäumelein, da fällt ein Träumelein. Schlaf, Kindlein, schlaf. Oh, sehr schön. Das ist auch wirklich ein schönes Lied. Ich glaube, jetzt haben wir alle durch, oder? Im Moment eins gibt es noch irgendwie. Oder? Ich glaube, jetzt ist mein Repertoire am Ende. Es gibt bestimmt noch ganz viele. Ja, aber hat man sie auch wirklich schon mal gehört? Ja, das ist jetzt... Ab die Dame von der Roten wohnt, darum geht's nicht. So lange es neutrale Lieder sind, vollkommen egal. Moment, ich muss kurz nachdenken. Bitte lass den Regenbogen sein. Das ist auch ein schönes Lied. Okay. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, das kennt jeder von euch. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich neugierig. Ja. Sandmann, lieber Sandmann, es ist noch nicht so weit. Okay, das war sehr deutlich. Wir gehen erst den Abendgruß. Ehe jedes Kind ins Bettchen muss, du hast gewiss noch Zeit. Ja, gut. Ich glaube, das ist sogar das bekannteste von allen. Ich kenne kaum Schlaflieder. Ich war so ein braves Kind und bin direkt immer eingepennt. Ich habe immer nur Geschichten gelauscht. Ja. Stimmt. Ich habe heute von einer Indianerin eine Geschichte gehört. Oh. Welche? Ja, ich habe auch extra danach gefragt, wegen dir. Es ist eine Weisheit, hat sie gesagt.
Es heißt, dass jeder in uns Wölfe beherbergt. Einer davon ein weißer Wolf und der andere ein schwarzer Wolf. Während der weiße Wolf in uns Sachen stehen wie Hilfsbereitschaft, Fröhlichkeit, Sachen wie all das Gute in uns, Gutmütigkeit, gibt es in uns anscheinend auch. Der schwarze Wolf, der Neid verursacht, der wütend wird, der habgierig ist, der für uns aus alle schlechte Dinge und Eigenschaften beherbergt. Und die Indianerin meinte zu mir, damit die beiden Wölfe ruhig und besonnen bleiben in uns, weil sie sind einfach da. Man kann sie nicht einfach wegignorieren. Muss man diese Aufmerksamkeit schenken, auch dem schwarzen Wolf, wenn man gerne nicht wütend sein möchte, auch wenn man nicht so gerne ein habgieriger Mensch sein möchte, nicht neidisch sein soll und was auch immer in den Geboten steht und man trotzdem ist. Es gibt die einfach und man darf sie nicht wegignorieren. Genauso wenig darf man auch nicht den weißen Wolf ignorieren und die Freundlichkeit und Fröhlichkeit zulassen, die in einem herrscht. Das hat sie erzählt. Ich kenne diese Geschichte. Das ist der Kampf der zwei Wölfe. Der Weiße gegen den Schwarzen. Das ist der immerwährende Kampf, den man führt, der beiden Wölfe. Und es kommt bei jedem selber darauf an, welchen der beiden Wölfe man füttert. Ja, genau. Exakt. Aber man darf es auf keinen Fall wegignorieren. Ansonsten wird der böse Wolf immer wütender und wütender, also der schwarze Wolf. Und kann sein, dass er außer Kontrolle gerät. Wenn man seine Wut, also so verstehe ich das zumindest, wenn man seine Wut verschließt und versucht immer nur ein fröhliches Lächeln zu haben. Irgendwann kommt der Augenblick, an dem alles zu viel wird und man alles um sich herum zerstört. Sei es Gegenstände oder sogar Gefühle oder Freundschaften. Das ist wirklich sehr schön und sehr tiefsinnig. Und betrifft irgendwie jeden. Ja, das hat sie mir erzählt. Ich habe ihr vor der Stadt, Indianer dürfen ja leider nicht in der Stadt eingehen. Aber sie wollte unbedingt Dünger kaufen und dann habe ich ihr das gegeben und im Gegenzug habe ich die Geschichte verlangt. Oh. Also im Prinzip war das meine Habgier und ihre Habgier, was zu dem Ergebnis geführt hat. Was ist das? Du meinst, was ist Habgier? Das ist, wenn man etwas sehr, sehr stark möchte und dafür vielleicht auch etwas mehr investiert, als man eigentlich sollte. Nur um etwas zu besitzen. Ja, und meistens wird das
naja, negativ gemeint. Geht das nur um den Besitz? Na, man könnte sagen, du möchtest 2 Äpfel haben. Mhm. Ein Habgieriger würde sagen, ich möchte aber 6 Äpfel haben. Obwohl du eigentlich nur 2 möchtest, um davon satt zu werden. Das ist jetzt schwierig. Ich überlege. Ja, nee, kann ich nicht. Ich wusste gar nicht, dass in der Nähe von Rhodes überhaupt Indianer sind. Kommen sie so weit vom Norden herab? Ja, habe ich schon öfters gehört. Hm. Naja, kannst du das umsetzen, Even? Hm. Verstehst du das? Was Habgier ist? Muss wenn du man immer, dann immer was besitzen? Na, man will immer mehr besitzen, als man in Wirklichkeit braucht. Ja. Zum Beispiel. Schwierig. Zum Beispiel, schwierig. Man setzt ein Haus irgendwo hin. Oder. Wie kann man das am besten beschreiben? Aber gut, dass sie das Problem verstehen. Finde ich gut. Und, weiß ich nicht. Dabei schafft man sich immer mehr Reichtum und Reichtum und Reichtum an. Und nimmt dabei vielleicht anderen etwas weg. Also wenn ich in den Einkaufsladen gehe, hier ein Strawberry oder ein Rot, und da gibt es irgendwas, keine Ahnung, vielleicht leckere, magst du Schokolade, Even? Mhm. Nehmen wir mal an, da gibt es 20 Stück Schokolade. Und ich gehe in den Laden. Ich werde garantiert nicht mehr als ein Stück Schokolade essen, denn sonst wird mir schnell schlecht. Aber trotzdem kaufe ich 20 Stück Schokolade. Und nach mir kommen vielleicht noch 3-4 Kinder und die hätten auch gerne ein Stück Schokolade. Aber es ist keine mehr da. Aber das ist mir egal. Ich habe die Taschen voller Schokolade, obwohl ich sie vielleicht erst nächste Woche oder übernächste Woche essen möchte. Das ist nicht sehr fair, oder Even? Wenn ich die ganze Schokolade allein für mich habe, obwohl ich sie noch gar nicht essen will. Das stimmt. Findest du das nett? Nein, ist es auch nicht. Und das ist habgierig. Ich wollte sie einfach haben, obwohl ich sie ja vielleicht esse ich sie nie, weil mir nur schlecht davon wird. Hauptsache ich hab sie. Ja, genau, das ist ein gutes Beispiel. Hauptsache, ja, das finde ich gut. Jetzt will ich Schokolade haben. Wo ist denn eigentlich unser Musiker? Er ist, ich glaube, er ist da hinten mit. Ja. Ah, okay. Ja, wenn du dich umdrehen würdest, Anna, könntest du ihn sehen. Er ist da hinten mit Mary Jane, deinem Feld. Ja. Genau in deinem Rücken. Ah, ich sehe es. Keine Ahnung, auf den Tisch zu gucken. Bitteschön. Dankeschön, Even. Das ist genau das Gegenteil von Habgier. Du hast mir jetzt Schokolade geschenkt. Das ist großzügig, was du machst. Ja, genau. Toll. Wow, Schokolade. Dankeschön.